Ja, genau, jetzt habe ich, kann ich dem Kommandanten ein gefälschtes Emblem bringen und das andere Goldene und zweimal kassieren. Na gut. Bist du für Fingerübungen hier? Okay. Sag mal her. Diese Botschaft zu verändern dürfte euch einiges wert sein, nicht wahr? Was soll es sein? Die vereinbarte Beute. Gibt die Überbringer dieser Nachricht zusätzlich zur Beute auch noch all dein Gold? Ja, genau das nehmen wir. Einfach weil so jemand es verdient hat. Schreib ich dir für 10 Dukaten. Abgemacht. Hier hast du das gewünschte Schreiben. Bin gespannt, ob wir uns wiedersehen. Danke. Okay. Stocke die Portokasse auf. Gut. Toll gemacht. Kann ich mich zufällig zu dem Hof dahinter teleportieren? Nein. Deswegen zur Sicherheit hole ich jetzt noch Ardo und Vorgrim ab. Oder nee, Ardo und Feieris. Ardo? Was gibt es denn? Komm mit. Und Feieris, kannst dein Kleid gebrauchen? Wie kann ich dir helfen? Lass uns ein wenig reden. Über was möchtest du denn reden? Etwas ganz anderes. Komm bitte mit. So. Also ich kann Feieris zum Glück das Kleid nicht schenken. So, jetzt müssen wir östlich aus der Stadt raus. Die Schlüssel tue ich mal darunter. Das stören sie nicht so wirklich. Die Sachen können verkauft werden. Und eigentlich auch das Intuitionsamulett. Die Sachen packe ich dann nachher mal in die Truhe rein. Wer weiß, wann wir die noch brauchen. Also ja, den Stein haben wir in der Filiason-Geschichte in den Elfenlanden da gefunden. Ja, Rumpo umschmeichelt wieder die Frauen. Während wir Soremann eine Hake verpassen. Jetzt aber echt verdient. Katze. Waldbauernhof. Okay. Waldbauer. Zinkenberwin. Genau, dem müssen wir das ja, glaube ich, bringen. Hallo. Ihr schon wieder. Was gibt's denn? Hier ist ein Schreiben von Kapitän Soremann. Soremann, wir haben uns doch geeinigt. Er liest es. Beute und all dein Gold. So, so. Dann bin ich ja erleichtert, dass wir quitt sind. Hier, nehmt es. Ich danke euch, Fex zum Gruße. Okay, wir haben 8 Dukaten wieder gut gemacht. So, Glück hatten wir wirklich Kuano dabei, sonst wäre ich nicht auf die Idee gekommen, den Brief zu öffnen. Ach, das finde ich toll an Drakensang. Die NPCs sind ein bisschen intelligent. Ja gut, es sind nur geskriptete Texte, aber trotzdem. Bei gewissen anderen Rollenspielen sind die NPCs leider nicht so drauf. Also gut. Kampfhund. Ja. Jetzt wieder ab in die Taverne. Durch das ständige Hin und Her in dem Keller. Jetzt haben wir einen Haufen Zeit verplempert. Aber wir haben trotzdem einiges gefunden. 2 so goldene Embleme für den Zeugwart oder Zollfestung. Vielleicht finden wir noch mehr. Siehst du aus wie ich? Bist du auch ein ehemaliger Tavernenkönig? Moderator, mir sieht sich selber. Hast du Zinkenberwin meine Nachricht überbracht? Ja, die Beute. Hast du gedacht, ich bringe keine? Du hast meine Erwartungen übertroffen.
Der Botengang war auch nicht, was ich erwartet habe. Ja, das stimmt allerdings. Man lernt Menschen am ehesten kennen, indem man sie überrascht. Ja. Dann gibst du mir nur deine Stimme. Meine Stimme? Sehe ich aus wie Arella, die Flussnixe? Siehst du Muscheln an meiner Brust oder einen Fischschwanz? Muss der Sarkasmus jetzt sein? Jetzt hör gut zu. Wenn du deine Freundin wiedersehen willst, dann tust du genau, was ich dir sage. Welche? Noch eine Aufgabe, bevor ich zu Donnerfaust kann? Nein, doch Donnerfaust ist zu stur, um dir zu verraten, wo du den Rotschopf finden kannst. Ich aber kann dir helfen, wenn du mir hilfst. Ja, wie? Okay, du bist den Anführer hinter mir? Mehr als das. Ich will Anführer sein. Und du wirst Donnerfaust für mich töten. Das ist doch das Reiz der Alvarans-Kommando, also Himmelfahrtskommando. Es gibt genug Leute, die bereits auf meine Machtergreifung vorbereitet sind. Sobald du losschlägst, werden sie dich im Kampf unterstützen. Solltest du dich jedoch dazu entscheiden, mit jemandem über meine Pläne zu sprechen, wirst du nach dem Schreien deiner Freunde nur noch Golgaris schwingen hören. Danke, Borotsvogel will ich nicht unbedingt kennenlernen. Jedenfalls noch nicht. Dann gibt es nur eine richtige Antwort für dich. Tust du es? Meine Suche nach Mora ist wichtiger. Okay, ich sag jetzt einfach mal ja und guck mal, ob ich Donnerfaust warnen kann, wenn es möglich ist. Und wenn mir Donnerfaust sympathischer ist als Soremann. Ja, welcher von euch schon hier das sagen hat, ist mir gleich. Meine Suche nach Mora ist wichtiger. Wer nimmt, der bekommt. Geh den östlichen Waldweg zum Tor entlang. Ich sag den Wachen, sie können dich zur Höhle vorlassen. Über Mora sprechen wir, wenn ich anfange. Eilef mag gut kämpfen können. Okay. Aber von Stolz und Versprechungen kann sich keiner von euch was zu essen kaufen. Und ich weiß, dass du kein Feigling bist. Ja, mir reicht's. Eilefs Kampfkünste werden wir auf die geheime Hafen. Okay. Verlorene Schätze, das ist das mit dem Wasserdrachen. Das hier müssen wir noch machen, Jagd allerlei. Und den Wasserdrachen erledigen. Ja. Jetzt will ich aber noch mal kurz in die Binge gucken, wenn ich darf. Wenn mich der andere nicht sofort wieder rausschmeißt. Denn dort waren noch verschlossene Kisten und verschlossene Türen, die ich vielleicht aufkriege. Wartet mal! Ich habe es gehört! Ich habe alles gehört! Ach, Letty. Ganz ruhig und von vorne. Er will euch zwingen, Donnerfaust zu töten? Das dürft ihr nicht tun! Ich fühle mich so schlecht! Warum fühlst du dich deswegen schlecht? Weil ich ihm auch noch geholfen habe. Aber ich wusste das nicht. Ich will nicht, dass sie sich alle gegenseitig umbringen. Aber dir ist schon klar, dass einer der Rivalen unterliegen muss, nicht wahr? Ja! Aber ich will auch nicht mit einem Mörder das Lager teilen. Was, wenn er euch auch noch töten lässt? Ich könnte das nicht ertragen. Ach, die Ärmste. Armes Mädchen. Für diesen Halunken sind Skrupel allenfalls eine aventurische Gewichtseinheit. Gut, dass du sein wahres Gesicht erkannt hast. Mhm. Der kluge Mann bedenkt stets all seine Möglichkeiten. Nun komm, Liebes. Ein Wingfexen sollte nicht Effort im Gesicht tragen, sondern funkeln wie ein Stern. Ja, Quadu, der Weder Stern. Sind wir bezahlte Mörder, noch lassen wir uns zum Mord zwingen. Wir werden unsere Handlungen gut überlegen. Das habe ich ja vorhin schon gesagt, als ich ihm zugestimmt. Was heißt das jetzt? Ich möchte mich zu meinem Plan lieber nicht äußern, aber ich danke dir für deine Offenheit, Letty. Genau. Ich will lieber nicht sagen, ich entscheide das, wenn ich Donnerfaust getroffen habe. Ja, das verstehe ich. Mögen die Zwölfe euch beistehen. Oh, was habe ich... Nichts Falsches jedenfalls. Du bist nur eine Schankheit. Eine Naive vielleicht. Aber gut. Nächster Schritt. Girtash Binge, wenn wir da noch rein dürfen, natürlich. Ihr habt den Steiger gehört. Ihr dürft leider nicht... Sehr freundlich. Ah, ich finde es auch unpassend. Okay. Da kommen wir also nicht mehr rein. Haben wir das
die Aufgabe mit der Pumpe eigentlich noch? Genau, die Wasserpumpe. Vielleicht, wenn wir das Ganze hier hinter uns gebracht haben. Will ich erstmal in die Höhle oder will ich erstmal zum Tor? Jetzt gucken wir mal kurz, was haben wir? Geist des Mörders, da muss ich da unten hin, genau. Schicksal des Hochkönigs ist klar, das ist das mit dem Wasserdrachen. Die beiden. Daifa-Tempel. Ich habe da so eine Ahnung, dass wir das letzte Mosaikteil beim Wasserdrachen finden. Weil Bruder Emmeran hat es ja gesagt, bei einer weiteren Bestie der Tiefe. Und was ist bestialischer als ein Wasserdrache? Ah Gott, also sind die drei Quests schon mal miteinander verbunden. Was habe ich jetzt, die wahre Hauptquest? Oder doch lieber, Reisepunkt. Hauptquest oder jetzt wenigstens erstmal das hier mit dem Geist erledigen. Ich glaube, wir erledigen erstmal das mit dem Geist. Sofern wir an den Braunbären da vorbeikommen. Der Geist des Mörders wurde aktualisiert. Entdecke den Eingang mit Torkrits Ring. Tragen wir den überhaupt noch? Was bringt das hier eigentlich? Achso, das ist nur Verliesschlüssel, Schlüssel zu Gruft, 500 Dukaten. Travines Karte, genau. Ah ja. Gucken wir, ob wir die Höhle so betreten können oder ob uns der Bär vorher angreift. Nein, wir kommen so in die Höhle rein. Nein, oder? Okay, liebe Leute, das, was ich da unten gerade sehe, sagt mir, dass es Zeit für einen Cut ist. Ich hasse die Riesenamöben. Riesenamöbe. Betrachten alles organisch in ihrer Nähe als Beute, sodass sie stumpfsinnig angreifen. Da sich die gewöhnliche Riesenamöbe langsam fortbewegt, kann man ihnen relativ gut ausweichen. Amöben bilden Schleim. Arme aus, mit denen sie nach ihren Opfern schlagen. Dabei sondern sie einen ätzenden, so stinkenden Verdauungssaft ab. Man erzählt, dass die Amöbe aus Triefnase Verstorbener entsteht. Aus der Triefnase Verstorbener entsteht. Da es auf ihrem Weg mitnimmt, so sie es nicht verdauen kann. Aus dem Almanach des Volksglaubens. Also das hier sind sozusagen die Galatwürfel Aventuriens. Die Müllfresser. Ja gut, die sagen mir eins. Speichern. Genau, LP38, Spiel speichern. Denn für die brauchen wir danach definitiv Badekräuter. Okay, aber vorher mache ich erstmal einen kleinen Cut und bereite mich seelisch darauf vor. Also bis dann.